Mikrofon ist aus. Okay, jetzt ist an. Alles klar. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit The Trains in World 5 hier auf meinem Kanal. Wir gehen heute wieder auf die neue Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn. Ein Szenario machen. Deutsche Strecke, also Tag mit D, die deutsche Strecke ist jetzt nicht unbedingt die Strecke, die am wenigsten Fortschritt hat von den deutschen Strecken, aber ich muss die Szenarien fertig kriegen und deswegen gehen wir da heute mal eine Runde Trax fahren, Frankfurt-Fähre. Mit der 143 sollte das im Idealfall sein. 45 Minuten und dann gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Und wenn ich den TSW-Tracker richtig gesehen habe, ist das wirklich die einzige deutsche Strecke, auf der noch... Nee, gar nicht. Ist noch eine andere Strecke. Eine sehr geile deutsche Strecke. Aber dazu dann nächste Woche am Dienstag mehr. Auf der noch Szenarien offen sind. Und die Expert habe ich auch noch ein paar Szenarien offen. Alle anderen deutschen Strecken sind eigentlich soweit abgearbeitet. Da ist nicht mehr viel. Also die Deutschen hier auf jeden Fall mal hart bevorzugt worden in der Vergangenheit. Aber wir haben ja gestern gehört, diesen Monat kommt noch eine neue Strecke, eine amerikanische Strecke von Boston aus. Und da werden wir auch wieder neue Szenarien dazu bekommen und deswegen ist mir heute mal eingefallen, mal ein bisschen abarbeiten. So, wir sitzen im Steuerwagen. Willkommen in Frankfurt. Sie wurden gebeten, für diesen speziellen Shuttlezug zwischen Frankfurt und Offenbach anlässlich des Food Festivals in der Stadt einzuspringen. Machen wir sehr gerne. Wir machen mal hier alles an. Dann einmal dran denken, dass wir den da auch noch anmachen müssen, sonst geht das hier nie. War das jetzt richtig? Ja, war richtig. Alles klar. So, wir entriegeln erstmal die Türen. Auf der linken Seite. Ne, rechts. So, einmal aufmachen. Den da mal anlegen, damit wir nicht wegrollen. Und dann... Was steht denn vorne drauf? Einfach nur Offenbach, ne? Ein relativ langer Zug hier. Oh, 4, 6 mit der Lok hinten dran. Aber es sind 143 hinten. Jawohl. Gut, also die 114, die kriegt noch ein Update, dass die Bremsen wieder funktionieren, wurde uns versprochen. Wann das kommt, weiß ich nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Aber jetzt sollen wir auch erstmal nach Offenbach mit dem Steuerwagen, bevor wir dann gleich auf die 143 nachher wechseln. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei 45 Minuten wird das eine Hin- und Rückfahrt sein. Da bin ich mir fast sicher. So, dann machen wir mal. Frankfurt Süd halten wir auch noch an. Hallo, ich hab doch gelöst. Jetzt, so. Spitze haben wir auch. Zugschluss ist auch an. Wunderbar. Gut, 40 raus. Wir befreien uns mal aus der PZB. Fahrtbegriff höher wie 30. In den nächsten 550 Metern ist kein 500-Hertz-Magnet zu erwarten. Also können wir uns befreien. Normalerweise befreie ich mich beim 40er Fahrbegriff nicht aus dem Wechselblinken, weil es überflüssig ist, weil wir auf 45 km/h überwacht werden. Und das ist dann für mich quasi eine Rückfallebene für den Fall, dass ich dann doch mal unkonzentriert bin oder so und über die 45 komme. Ist mir in der Realität noch nie passiert. Aber bei der Eisenbahn gibt es ja ganz viele Sicherheitssysteme und Rückfallebenen, die es gibt, obwohl es einem noch nicht passiert ist oder obwohl es im Normalfall nicht passieren sollte. Das ist einfach nur zur Sicherheit. Ja. Wieder einen sehr aufregenden Tag im Büro gehabt und habe in der Mittagspause gesehen, dass bei Amazon Prime alle James Bond Filme aktuell zum Anschauen da sind und da werde ich heute Abend meinen James Bond Marathon starten, den ich immer so kurz vor Weihnachten oder immer so im Herbst starte. Kurz vor Weihnachten ist Harry Potter Time. Da guckt man sich mal alle 8 Harry Potter Filme nochmal an. In Deutschland 83 ist auf Amazon Prime nicht mehr for free, warum auch immer, weil das ist ja eigentlich ein Eigengewächs von Amazon Prime, zumindest mal die zweite und dritte Staffel, also 86 und 89. 81 war, glaube ich, noch eine RTL-Nummer. Ja, Vorsignalwiederholer werden auch quittiert. Nochmal für alle der Merksatz, wir quittieren Signale, keine Magneten. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen zu schnell. E-Bremse regelt. Das ist was auf jeden Fall noch kommen könnte, was ich mir wünschen würde, dass der anschließende Weichenbereich in Deutschland vernünftig
dargestellt wird, aber das ist ein Schönheitsfehler. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Nur man ist halt als Lokführer daran gewöhnt, sich an den anschließenden Weichenbereich zu halten. Was ich im Spiel ja manchmal auch nicht ganz so ernst nehme. Muss mich mal rasieren. Wieder zu viel Energy gesoffen. Mein Bart klebt oben an der Nase. Ein so ein Härchen, dann muss ich nachher mal abschneiden. Ich habe Probleme, Leute. Übermorgen geht es zum Klassentreffen und da hat der Erste, von dem ich weiß, dass das ein Schwachkopf ist und in seinem Leben nichts auf die Kette gekriegt hat, der mir versucht hat, dumm zu kommen. Und dem werde ich am Freitag mal oben missverständlich klar machen, dass das, was der in seinem Leben erreicht hat, damit fange ich montags morgens an und bin dienstags mittags fertig. Ah, Witzfigur, ey. Der Typ, den habe ich auch gefressen. Konnte ich noch nie leiden. Weil er immer dachte, das ist so einer, der immer denkt, er ist der Geilste. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich zu einem Klassentreffen überhaupt hingehe, weil normalerweise, also zu Schulzeiten war mir die Klasse eigentlich scheißegal. Bin nur zur Schule gegangen, weil irgendeiner mal der Meinung war, dass es in Deutschland eine Schulpflicht gibt. Und ich dahin musste. Also mit den Leuten aus meiner Klasse habe ich jetzt bis auf einen, mit dem ich morgens mal zur Schule hin und zurück gelaufen bin, also nachmittags dann wieder zurück. Aber ansonsten hatte ich mit meinen Mitschülern eigentlich relativ wenig am Hut. Zumindest mal was freizeittechnisch geht. Ja, zwei, drei, womit ich mich da mal hin und wieder außerhalb der Schule getroffen habe. Die meisten von denen waren mir immer ein bisschen zu abgehoben. Dann wieder bei der Story über vom letzten Klassentreffen 2014 war das, oder 15. Ne, 14 war es, das war 10-jähriges. Da hatte ich nämlich so viel Kohle ausgegeben. War die Aktion, wo ich den allen mal gezeigt habe, wie das ist, wenn man dann beim Hauptschulabschluss abgeht. Und dass man dann doch ein bisschen früher Kohle in der Tasche hat, als wenn man noch 10 Jahre studieren geht. Aber das habe ich ja mit Absicht so gemacht. Ah ja, echt mit Absicht voll geprollt, ey. Extra noch zur Bank gelaufen, noch eine 5-stellige Summe abgeholt. Als Bargeld. Oh, das war schon eklig, was ich da gemacht habe. Ah, das Ding hat Bremsen. Das ist man ja hier nicht gewöhnt. So, wir machen links auf. Dann müssen wir eigentlich gleich auch schon nach Offenburg durchfahren. Sollen wir mal hier. Was haben wir hier eigentlich jetzt an Fortschritt schon? Bei 16 von 42 Fahrten, das ist das vierte Szenario. Und das 17. Journey. 11 Fahrplanfahrten haben wir hier schon gemacht. Fahrplanfahrten, die sehe ich nicht mehr, dass wir die irgendwann in TSW noch abschließen. Bei den Journeyfahrten sieht es vielleicht sogar schon ein bisschen besser aus. In Bezug auf die Livestreams. Weil wir auch Livestreams machen, da könnte das dann schon eher hinkommen. Aber da gibt es leider keine so Übersicht, wo man das genau sehen könnte, wie viel da noch offen sind. Das müsste man jetzt zusammenzählen. Da gibt es ja was in den Stats. Ne, da steht nur, wie viel wir insgesamt geschafft haben. Ich kann ja mal ins Leaderboard gucken im TSW Ticker. Mal gucken, ob man da irgendjemanden kennt. Also ich bin auf dem 10. Platz. Und vor mir ist, der Torschuh ist vor mir. Und der Vincent ist die Frage, ob das der Vincent ist, den wir auch kennen. Aber ansonsten alle anderen. Der Delta Fox ist auch noch vorne dran. Der ist auch von meinem Kanal bekannt. Aber ansonsten. Da jetzt in der Nähe keiner mehr. Ah, der Agent Henker ist ja irgendwo in den 90ern unterwegs. Der Neil TV weniger Punkte haben als ich, hat aber mehr Prozent durchgespielt. Auch witzig.
der Activity bin ich auf Platz 4. Ja, das liegt halt einfach daran, dass ich privat gar nichts fahre, ne? Aber ich habe mir schon überlegt, dass wenn ich jetzt in der einen oder anderen, auf der einen oder anderen Strecke jetzt demnächst mal irgendwelche Journey-Fahrten, also die Journeys komplett abgeschlossen habe, dass ich dann dort anfange, vielleicht auch mal offline. Ein bisschen, wenn ich so mal Spaß dran habe, ein bisschen zu fahren. Vielleicht auch mal die ein oder andere Fahrplanfahrt offline mache. So ein bisschen gedacht. Könnte man ja eigentlich machen. Oder könnte ich machen. Eine 110er Ankündigung und vorne dran noch ein Signal mit 110. Was kommt da? Eine einstellige 65, 60er Einfahrt. Aber ist klar, wenn wir pendeln, dann gibt das durchaus Sinn, dass wir mit 60 in Offenbach einfahren, weil wir dann den Kopf machen müssen in Offenbach. Da auf dem durchgehenden Hauptgleis zu stehen, eher ungünstig. Mal gucken, wo es uns hinführt. Um 11 nach sollen wir da sein. Das schaffen wir. Gerade noch was anderes ein, muss ich gerade mal machen. Hä? Doch auf dem durchgehenden Hauptgleis. Hier sollen wir jetzt Kopf machen. Da wird sich aber ein Fahrdienstleiter freuen. Kannst von ausgehen. Oh, hier ist ja richtig Party. Aber Party hart. Ups. Vollbremsung hätte auch gerangt. Reicht. So, andere Seite. Hutfestival auf dem Bahnsteig. Ob ich das für eine gute Idee halte? Zeit für die Rückfahrt nach Frankfurt. Stellen Sie den Bremsschlüssel auf aus. Jawohl. Dann können wir den lösen. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Entfernen Sie den Richtungshebel. Machen Sie den Zugschluss an. Wäre auch nochmal so eine Sache. Und dann sollen wir uns auf den Lokführersitz setzen. So. Gehen wir mal raus hier. Tü. 14 Minuten sind wir schon unterwegs. Ui, was war das denn? Eine Streckenkarte und hier haben wir eine kaputte Vase. Keramikkugel nennt sich das Ganze dann hier. Und was ist das? Ach, ein Graffiti. Von hier aus sah das aus wie ein Fehler. Hier können wir noch einen Defibrillator anbringen. Erste Hilfepunkte. Dann machen wir mal kurz ein Thumbnail. Ah, von der Seite sieht das nicht so schön aus. Müssen wir von der Seite machen. Extra tense. Und selbst auf der anderen Seite ist Party. Wir wollen Party, Palmen, Weiber und ein Bier. Zack. Thumbnail haben wir. Okay. So. Dann erstmal Zugspitze anmachen schon mal. Zack, 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 zack. Jetzt das Signal auf reduziert stellen. Störung.
Dann sollen wir noch bis 15 warten. AFB, AFB, AFB. Machen wir gerade wieder einen faulen Willi hier. So wie sich das gehört. Für einen anständigen Lokführer. Schön auf faulen Sack machen. Ich gehe davon aus, dass wir eine 60er Ausfahrt haben. Oder eine 80er vielleicht sogar. Müssen wir mal kurz abwarten. Bis das Signal davon aufgeht. Und die Zugsicherung, die müssen wir auch noch anmachen. So, haben wir sonst alles hier im Griff? Ich gehe fest davon aus, ja. Sieht alles erstmal gut aus. FT95 könnte ich noch ändern, ne? Machen wir mal Sonderzug heute, oder? Man muss auch übernehmen. Übernehmen. Nicht übergeben. So. Sonderzug. Hätten wir in Frankfurt überhaupt zur Auswahl? Frankfurt Höchst hätten wir. Frankfurt Flughafen auch mit drin, ne? Es sind neue Ziele dazu gekommen, ne? Weil hier, guck mal zum Beispiel, haben wir Berlin, Berg Saarbrücken mit drin, ne? Frankfurt Flughafen. Bisschen was dazugekommen hier. So, Türen zu. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal vor. So, eine 80er Ausfahrt haben wir. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Was ist? Ein Problem? Ja, ich weiß, wo das Problem liegt. Scheiße. Ah, Mistkacke. Das habe ich jetzt so nicht geplant. Aber das können wir so beheben, das ist den Fehler. Im Normal, ja, geht nicht. Kann das Fenster so nicht aufmachen. Mist. Ich hätte hinten die Zugsicherung ausmachen müssen. Oh Leute, denkt immer dran, die Zugsicherung auf dem rückwirkenden Führerstand. Ich habe lange den Fehler nicht mehr gehabt. Den habe ich echt lange nicht mehr gehabt. War bei den ganz, ganz alten Zügen, war das immer noch ein Riesenproblem, dass man die Zugsicherung auf der anderen Seite ausmachen musste. Weil die sonst angesprochen hat. So, da haben wir die SIFA. Und die PZB. Was ein Scheiß. Ist immer noch an, ne? Oh, jetzt fährt er wieder. Sehr schön. Aber das Gepiepe haben wir trotzdem noch. Aber das hören wir ja vorne auf der Lok ja zum Glück nicht. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auf der Great Western Express mit der 201. Oder 210 oder 120, keine Ahnung mehr, wie die Klasse heißt, der Dieseltriebzug.
Aber wir sollten jetzt schon in Frankfurt Süd sein. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, ja, bei den Sonderzügen wird auch nur der letzte Schrott eingesetzt von der Deutschen Bahn, das ist so. Guck dir das doch hier an, hier. Da haben wir ein Zuglängenmesser. Guck mal. Nö, haben wir nicht. Mal kurz langsam machen. Weil wir hatten eine 80er Vorankündigung gehabt, als bevor wir über die Weiche gefahren sind. Müssen wir nochmal zurückfahren. Ah, könnte gut sein, dass wir nochmal nach Offenbach fahren. Ja, gibt nichts mehr zu essen, wenn wir jetzt gleich in Frankfurt sind. Das ist hier ein reiner Pendel, weil Frankfurt mein Hauptbahnhof. Dann fahren wir nochmal zurück und dann sind wir durch. Also, Lokführers größtes Glück ist Gastfahrt hin und zurück. In diesem Fall nicht unsere Gastfahrt, aber wir fahren nur zwischen Offenbach und Frankfurt hin und her. Kann man machen. Warum man da Sonderzüge für einsetzt, ist eine andere Frage. Und vor allem, wenn man dort so ein Fest macht, dann sollte man zumindest auch genug Fahrgäste an den Bahnsteig stellen. Liebe DTG-Freunde. Oder liebe Freunde von DTG. Na, guck mal, hier ist ja kein Schwein. Dafür, dass da ein fettes Food-Festival ist. Nichts los hier. Aber Food-Festival wird hier wahrscheinlich auch eher am Hauptbahnhof zelebriert. In Form von... von irgendwelchen chemischen Substanzen, die hier in Frankfurt ja doch vermehrt Anwendung finden. Und ich reite nicht auf Vorurteilen der Bahn rum. Bahn, sag ich schon, der Frankfurter rum. Bin ich so einer. So, einmal links. Aber jetzt haben wir gleich, wenn wir natürlich einen Kopf machen, das Piepgeräusch die ganze Zeit auf Ohren, ne? Großartig, großartig. Ich bin begeistert. Und ich muss heute definitiv noch zwei weitere Folgen aufnehmen. Sonst seid ihr übers Wochenende ganz alleine. Wenn ich am Samstag nach Hause komme, gehe ich abends auch schon wieder um 18 Uhr in die Turnhalle. Handball gucken. Oder ist das auswärts das Spiel? Ich weiß es gar nicht. Nee, ist zu Hause, glaube ich. Ich weiß es nicht. So viele Spiele in letzter Zeit vom Handball. Ich war jetzt allein im September auf 7 Spielen.
SIFA. SIFA. Zugbeeinflussung. Wir haben Sturmwarnung. Stürmisch und sehr nass. Zugbeeinflussung. Wir müssen ja im Garten noch ein paar Sicherungsarbeiten betreiben. Also irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen. Das wäre eher ungünstig. Erwarten. Hey, 40 sogar schon. Zugbeeinflussung. Dieses Gepiepe. Hoffentlich geht das gleich aus, wenn wir auf einem anderen Führerstand sind. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich glaube, die Signale hier oben, die können auch nur Halt erwarten. Und Halt anzeigen. Aber wo soll ich denn da noch groß hinfahren, wenn da oben grün wäre? Aber drei Leuchter haben wir drinne. Zugbeeinflussung. 30er Einfahrt, ist klar, Kopfbahnhof. Türfreigabe. 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 Und das sollte der 500er sein. Ja. Gleich zu anderen Bahnhöfen ist, finde ich, die Bahnsteigkante hier immer sehr relativ kurz. Wir sind auch relativ weit draußen mit dem Zug.
So, dann wollen wir uns das Gepiepe mal abholen. So, vorher mache ich hier mal die PZB und die SIFA aus, damit uns das nicht nochmal passiert. So, wir machen hier auf der Seite. Dann den dahin lösen. So, es ist fast Zeit für Ihre Pause. Eine letzte Fahrt nach Offenbach. AFB. AFB. Da muss ich auch noch ausmachen, ne? Zack. So, Zugschluss. Ah, Vollbremsstellung. Machen wir mal eben. Müssen wir noch bestimmen. AFB. Eieiei. Störung. Bin ich heute nicht konzentriert oder was ist hier los? Störung. Das da an, das da aus. So. Störung. Störung. Haltet euch die Ohren zu. Wir sind da oben dran. Einfach nur Offenbach Hauptbahnhof. Ist auch richtig so. Wir sind ja ein Sonderzug, ne? Also eine Zugnummer haben wir natürlich trotzdem. Sonst wären wir nämlich kein Zug, sondern eine Rangierfahrt. Eine Zugfahrt muss immer einen Fahrplan haben. Sonst ist es keine Zugfahrt. So. Ich habe hier die Tür offen gelassen. Zack. Zack, zack. Ich das Gepiepe jetzt nicht mehr weg. Mal gucken. Mal die Zugspitze noch anmachen. Gucken, dass ich das Gepiepe wegkriege. Das geht ganz schön auf die Ohren. Hab so eine Idee, wie ich das wegkriege. Hallo, Türen zu. Das ist die Freitaste, hat sich hier verklemmt. Seht ihr das? Normalerweise soll das Ding auf Mittelstellung stehen. Mal gucken, ob ich das Piepen wegkriege. Ich hab so eine Idee. Dafür holen wir uns jetzt mit Absicht eine Zwangsbremsung ab. Nein, nimm die Leistung raus. Okay. Hat funktioniert, wunderbar. Dann bin ich ja beruhigt. So. Jetzt können wir wieder los. Der Knopf jetzt wieder auf normale Stellung. Nee, ist immer noch hinten. Aber es hat geklappt, was ich mir da ausgedacht habe. Wunderbar. Habe ich mir das so vorgestellt. Da brauchen wir einen Moment, bis die direkte Bremse gelöst ist. Gleich mal ein bisschen an. Dann geil das. Ja, der sollte auf 0 runtergehen im Idealfall. Jawohl, funktioniert. Gut, dann fahren wir jetzt ohne Gepiepe zurück nach Offenbach. So, jetzt können wir uns befreien. So viel Gas mag er nicht.
Na, ja, warum gibt's denn nicht so richtig Gas da hinten? Löckli jetzt auch kaputt. Ich kriege aber auch alles kaputt, ich sag euch das. Nix, was ich nicht kaputt kriege. Sprich bei S-Bahn. Wieder Erfolg. Gibt jetzt Bonuspunkte im Bordbistro. Also Bahnbonuspunkte, wenn man im Bordbistro was kauft. Für jeden Euro gibt es einen Punkt. Ich saufe jetzt für mein Punktekonto. Wisst ihr Bescheid? Als ich das gelesen habe, ist das erste, was mir eingefallen ist, oh, jedes Weizenbier 4 Punkte. Und so eine... Ja, jetzt antwortet der Zero hier gerade, wenn es geöffnet hat. Deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht, weil die Bordbistro eh immer zu sind. Alter, ich habe ganz, ganz selten erst den... also ich bin jetzt seit 8 Jahren mit ICEs regelmäßig am Fahren und ich habe ganz, ganz selten mitbekommen, dass das Bordbistro nicht offen war. Also ich habe schon öfter gehabt, dass es, Bordbistro keine kühlen Getränke hatte, weil die Kühlanlagen ausgefallen sind, als dass das Bordbistro komplett zu war. Das war damals die Aktion, als ich mit Boris Becker ein Weizenbier getrunken habe. Im ICE von Frankfurt, von Köln nach Frankfurt. Das habe ich glaube ich auch noch nicht erzählt. Also zumindest nicht im Let's Play. Dann habe ich zufällig mal im ICE getroffen und der ICE, der war rotzenvoll und ich habe mich dann ins Bordbistro gesetzt, weil ich ein Bier trinken wollte und dann habe ich mir ein Bier bestellt und das war halt warm, weil die Kühlung ausgefallen war und dann gegenüber von mir am selben Tisch, den ich ja vorher gefragt hatte, mit einer Cappy ins Gesicht gezogen, saß dann Boris Becker und als er mitbekommen hat, dass ich mir ein Weizenbier bestellt habe, hat er sich auch eins bestellt und dann hat man sich ein bisschen unterhalten. War mir am Anfang auch gar nicht sicher, ob das Boris Becker war oder nicht, aber er war es. Und ich bin da auch eher zurückhaltend. Ich bin jetzt nicht so einer, der da hinrennt und sagt, ja, hier, Meister, Alter, du bist doch der Boris, du bist doch unser Bubbler, oder? Nein, sowas mache ich nicht. Weil ich finde auch, Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben haben eine gewisse Art von Privatsphäre, die gewahrt werden soll. Und das, da finde ich das unangemessen, wenn man so jemanden trifft, den direkt anzusprechen. Sondern ich gehe da mit solchen Leuten um und zwischen Köln und Frankfurt trifft man halt öfter mal irgendwelche Leute im ICE. Da bin ich dann eher der Typ, der dann sich da normal hinsetzt und das dann halt einfach erstmal so hinnimmt. Und die wie halt, als wären das Fremde, die ich jetzt nicht aus Film und Fernsehen kenne. Und ich habe da schon einige getroffen. Wilde Herren habe ich getroffen. Mario Barth habe ich schon im ICE gesehen. Dann, der, Darsteller von Atze Schröder, den habe ich schon im ICE getroffen. Busdarsteller. Till Hoheneder habe ich schon getroffen. Die kennen wahrscheinlich die Jüngeren von euch wahrscheinlich eher nicht mehr, den Till Hoheneder. Dann, ja, Bobbele. Ja, Bohlen habe ich auch mal im ICE getroffen. Aber schon ein paar Jährchen her.
Aber den habe ich auch schon bei anderen Gelegenheiten kennengelernt. Unter anderem auf dem British Days am Polo Club in Hamburg. Olivia Jones habe ich auch schon öfter getroffen, aber das war eine andere Gelegenheit. Das hat nichts mit ICEs zu tun gehabt. Hat eher damit zu tun, dass man früher von Donnerstag bis Sonntag sich irgendwie auf der Reeperbahn aufgehalten hat. Donnerstag auf irgendwelchen Uni-Partys und Abi-Partys und Freitag, Samstag war dann mit den für Erwachsene. Na, diesmal haben wir nur 100. Also die hatten wir vorhin auch schon die Einfahrt. Fußballspieler trifft man oftmals auch, weil die sieht man öfter mal im IC. Oh, guck mal da oben. Jetzt kann man da nicht so richtig ranzoomen, ne? Ah, guck mal, da, jetzt erkennt man das sogar. A350 1000. Warte mal. Jetzt quittieren. Dann gehen wir mal kurz in die Bremse. Wo ist er denn? Der Flieger. Da oben fliegt er. Trotzdem bei der Bremsen, ne? Ja, alles seine Richtigkeit hier haben. So, dann muss ich gleich das Szenario für Freitag aufnehmen. Samstag auch noch. Weil sie die Fahrten, muss ja nicht unbedingt ein Szenario sein. So, halt erwarten. Gehen wir jetzt schon wieder aufs durchgehende Hauptgleis, oder? Oder gehen wir diesmal auf die Seite? Nein, wieder aufs durchgehende Hauptgleis. Ein bisschen merkwürdig, würde ich es jetzt vorsichtig mal bezeichnen. Oh, ich muss noch ein bisschen bremsen. 500 Hertz Magnet kommt. Irgendwann. Ich hab schon wieder so ein Mückenvieh hier. Wie viele von euch leben denn hier? So, vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Sie könnten das Festival gerne erkunden, bevor Sie Ihren Dienst beenden. Ja, da ist ja nicht viel los auf dem Festival. Ziemlich trostlose Nummer. Wir sind mehr Graffitis als Menschen. Ich hab eine Frankfurter gegessen. Hier mitten auf dem Bahnsteig steht einfach so ein Tisch mit einer Frankfurter drauf. Da ist noch eine Frankfurter. Lecker, lecker Schmecker. Lecker Schmecker, klein und rund, mit einem Haps sind sie im Mund. Da guck mal, da haben wir auch nochmal Erste-Hilfe-Kasten. Aber ansonsten ist hier echt nicht viel Party. Kommen wir noch nicht mal vom Bahnsteig, also noch nicht mal aus der Bahnhofshalle raus. Wo ist die Party? Wo seid ihr denn alle? Naja, gehen wir in unsere Markierung. Ey, komm mal, wir können doch nicht mal durch das Zelt durchgehen hier. Was ist denn das für ein Blödsinn? Geil. Okay, ich zeige dir schon wieder Sachen, die sollte ich eher nicht zeigen. So, alles fertig. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ich hätte mir ja ein Maß bestellt, aber hier gibt's noch nicht mal Bier gibt's hier. Noch nicht mal die Hanseplörre. Oder wie dieses Billigbier aus Stuttgart heißt, oder aus Frankfurt heißt, was sie da alle saufen. Ich glaube Hansa oder Hansen irgendwas Gebräu. Ah, okay. Also, das war meine Folge für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen um 18 Uhr wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Däumchen nach oben nicht vergessen, Kommentare reinkloppen, da freue ich mich drüber.
und beantworte die im Normalfall auch persönlich, sofern Fragen gestellt werden. Und ihr dürft natürlich sehr gerne wie immer auf den Discord kommen. Wollt ihr mich aktiv unterstützen, mich, die Community und das nächste Community-Projekt, dann werdet sehr gerne Mitglied, dann dürft ihr auch alle meine Let's Plays immer vor allen anderen genießen. Und in dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.